Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Fallout 4 DLC Nuka World. Wir sind weiter unterwegs in der freien Welt und erkunden ein bisschen etwas. Das mit dem UFO lasse ich erstmal sein, das haben wir letzte Episode ja festgestellt, dass das zu ist. Und ich habe ein paar neue Waffen dabei, also ein paar neue alte Waffen. Einmal hier unser Dezemberkind, dann Le Fusil Terrible, unsere Schrotflinte. Dann habe ich den Citos glänzenden Schläger dabei, den möchte ich jetzt in den nächsten Episoden öfter benutzen, beziehungsweise jetzt erstmal öfter benutzen, denn der ist, glaube ich, richtig, richtig stark. Ich habe den nämlich noch ein bisschen gemoddet, der macht, soll laut Stats, haut er richtig rein. Und dann habe ich noch hier das grenzenlose Potenzial dabei, da habe ich ja einfach 7000 Schuss mit der Knarre. Und die benutzen wir dann, falls irgendwie die Munition mal knapp werden sollte, was ich bezweifle. Oh, da hinten ist, geht schon ordentlich was ab. Da ist, glaube ich, eine Todeskralle am Kämpfen mit einem Red-Skorpion. Da werden wir doch mal einschreiten in den Kampf. Hat der Red-Skorpion die Todeskralle getötet? Ich glaube, ja. Ey, du Arsch. Schaden bekommt er aber nicht von meinem Gewehr hier. Ach, da wechsle ich doch mal. Komm schon, stirb. Oh, der vergiftet. Oh, Alter, der macht ja richtig Schaden. Guck mal, was ich an Schaden bekomme. Jetzt, wo er mutiert ist, macht er doch richtig Schaden. Hilfsmittel, nehmen wir doch mal was Schönes. Wir haben noch recht viel von Quantum. Legen wir los. Oh, die Quantum hält kaum dagegen. Oh, da muss ich aber ordentlich was nehmen. Ach, cool, der Typ von den Habologen hilft mir auch. Ein legendärer Totenkopf-Red-Skorpion ist das. Mhm. Hey, du Arsch. Komm jetzt, stirb endlich. Boah, er hat mich wieder vergiftet. Oh, das Gift knallt echt richtig rein. So. Kniekracher-Kampfmesser. Ist aber noch irgendwas Rotes. Noch ein Totenkopf-Red-Skorpion? Wo denn? Da ist nix. Ist verbuggt. Wenn wir mit dem Habologen hier sprechen. Entschuldigung, Sir. Bist du glücklich? Wirklich glücklich? Wieso nennst du dich Gereinigter? Ich wurde von allen Neurodünen gereinigt. Daher brauche ich meinen Geburtsnamen nicht mehr. Ich habe mich in Gereinigter umbenannt. Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Bist du wirklich glücklich? Ich glaube, ich bin schon ziemlich glücklich. Dann bist du aber nicht vollkommen glücklich. Ich kann dir den Weg zum wahren Glück zeigen. Die Habologie ist der Weg zur Erleuchtung. Sie kann die Last von deinen Schultern nehmen und dir helfen, das wahre Glück zu finden, nach dem du suchst. Sie kann außerdem das wahre Potenzial deines Geistes entfalten und dir mächtige geistige Kräfte verleihen. Was ist Habologie? Die Habologie ist eine Wissenschaft, die das Ziel hat, das wahre Potenzial des menschlichen Geistes zu entfalten. Sie bringt jenen, die ihrem langen Weg folgen, wahres Glück und Frieden. Dara kann das viel besser erklären als ich. Sie ist ein AHS-9. Komm mit und sie wird all deine Fragen beantworten. Das klingt gut. Zeig mir den Weg zu wahrem Glück. Wenn du das wirklich ernst meinst, dann folge mir. Ich stelle dich den anderen vor und du kannst an deiner ersten Ausrichtung teilnehmen. Die erste Ausrichtung. Ja, liebe Leute, mit dem haben wir ja schon mal gesprochen, vor einiger Zeit. Und dann habe ich ihn aus Versehen erschossen. Also nicht erschossen, aber angeschossen. Und dann war er böse auf mich. Und meinen Geist erweitert. Dasselbe kann sie für dich tun. So, dann hoffe ich mal, dass mir diesmal nichts Dänischen passiert. Die Ausrichtungen durch, die deinen Körper von Neurodünen befreien. Wenn wir bei Dara waren, solltest du zu ihm gehen. Ja, mache ich. Warte mal, ich ziehe mir erstmal nochmal eine Quantum.
Tara hat mich gebeten, Söldner und ähnliche Leute zuerst zu ihr zu bringen. Du siehst definitiv aus, als wüsstest du, was du tust. Oh, da hinten sind Ratten. Das ist sehr schön. Da möchte ich nämlich direkt was probieren. Erstmal laufe ich hier in die Ratten rein. So, und dann nehme ich hier so eine Nuka-Cola, so. Und da möchte ich mal schauen jetzt hier. Und zwar bei Stats müsste das eigentlich jetzt hier stehen. Status. Effekte anzeigen. Nuka-Cola, da. Es ist auf jeden Fall, es ist noch aktiv. Und 3. Und was war das? Wo ist sie hin? Ha, so, jetzt schauen wir mal nach, ob der Effekt immer noch aktiv ist. Nein, jetzt war er nicht mehr aktiv. Okay, keine Ahnung, wie viele davon ich jetzt im Endeffekt bekommen habe. Von den Kills. Aber steht schon mal fest, die Waffe ist schon mal zu gebrauchen. So, jetzt hören wir dem Habologen aber ein bisschen zu. Sorry, Junge, ich musste Ratten töten. So, muss ich jetzt mit dem mitgehen oder kann ich schon mal vorlaufen? Der läuft nämlich echt langsam. Der läuft wohl ins Habologenlager. Ich bleib mal lieber bei ihm. Ich habe mir auch zwei neue Nuka-Colas hergestellt. Und zwar nennen die sich Nuka Rush. Und die sollen wohl was länger halten. 5 Minuten oder so. Legen wir los. Was ist da? Oh, noch eine Ratte. So, ich versuch's nochmal. Inventar. Nuka-Cola. So, und jetzt nochmal nachschauen. Stat. Nuka-Cola. Sie ist auf jeden Fall noch aktiv. Also keine Ahnung, wie viele Kills ich jetzt im Endeffekt schon gemacht habe mit diesen Mischgetränken aktiv, aber ja, vielleicht 10 oder 20, 40 braucht man für das Achievement. Vielleicht schaffe ich es ja noch in diesem Let's Play, ansonsten werde ich es außerhalb machen. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, was die Habologen sozusagen haben. Die haben auf jeden Fall hier einen riesigen Hydranten stehen. So, das Habologenlager. Sieht jetzt erstmal nicht sehr viel sagt aus. Hier zischt irgendwas extrem. Sind hier wieder die Heuschrecken am Start? Ach, da hinten sitzen sie ja, die Habologen. Gucken, wo sind die denn? Du bist Maurice. Wir werden sehen, ob du das Zeug hast, Habologe zu werden. Ich hab dich im Auge. Neue Rekruten versuchen manchmal, uns zu beklauen. Aha. In unserem Lager. Entschuldigung. Willkommen in unserem Lager. Du solltest mit Dara reden. Sie ist vorne bei den Briefkästen. Okay, dann reden wir mal mit Dara. Wo sind denn die Briefkästen? Das ist die Mülltonne. Bist du Dara? Wie ich sehe, hast du einen neuen Rekruten dabei. Ich danke dir, Gereinigter. Wenn du Antworten auf die großen Fragen des Lebens suchst, kann die Habologie dir helfen. Ich hoffe natürlich, dass du dich uns anschließt. Aber auch falls nicht, brauche ich jemanden wie dich. Ich glaube, ihr seid ziemliche Spinner, aber ich will das nicht direkt sagen. Habologie? Was ist das? Vor dem großen Krieg entwickelte ein brillanter Schriftsteller namens Dick Hubble eine Methode, den menschlichen Geist zu erweitern. Durch den Prozess der Ausrichtung konnte er seinen Anhängern große geistige Kräfte verleihen. Ich bin seine direkte Nachfahrin und Hüterin der Geheimnisse, die als Habologie bekannt sind. Wenn du Interesse hast, dich uns anzuschließen, sprich mit Phil wegen einer Ausrichtung. Wir können dir helfen, inneren Frieden und Glück zu finden, die unglaublichen Kräfte des Geistes zu meistern. Ich stehe immer zur Verfügung, wenn der Preis stimmt. Gut, wir brauchen Raumanzüge, so wie den ich trage. Ich zahle dir 200 Kronkorken für 5 Stück. Ich habe erfahren, dass sich einige in der Galactic Zone von Nuka World befinden. Aber ich habe 2 Anhänger beim Versuch verloren, sie zu bergen. Ich hoffe, du hast mehr Glück. Einen davon haben wir ja schon gefunden. Wozu braucht ihr denn Raum?
Naja, ich kann's dir wohl sagen. Sie schützen uns im bevorstehenden Kampf. Ich will mehr für den Job haben. Okay. Ich gebe dir 250. 250 ist ja lächerlich. Immer noch nicht genug. Du verhandelst echt knallhart. Okay. 300 Kronen. 300 ist auch lächerlich. Ich glaube, da ist noch mehr drin. Na gut. 350 Kronkorken. Mein letztes Angebot. Und jetzt hol mir die Anzüge. Ach, 350 ist eigentlich ziemlich lächerlich. Kann ich noch mit diesem einen Typen reden? Mal schauen. Bei Daten. Raumanzuggespräch mit Dara. Ja, wir haben übrigens hier wieder Kampf ohne Moral bekommen. Super. Okay. Also die Aufnahme scheint wohl noch nicht möglich zu sein. Erst wahrscheinlich, wenn ich diese Raumanzüge besorgt habe. Sind die denn auf der Karte wenigstens markiert? Moment mal, habe ich das überhaupt ausgewählt? So, jetzt. Beschaffe Raumanzüge, 1 von 5. Bin nicht sicher, ob die wirklich auf der Karte markiert sind. Ich schaue mich hier erstmal nochmal um. Wo ist denn dieser Phil? Mit dem sollte ich doch auch sprechen, oder? Ich kann die Neurodynen. Ach, du bist Phil. Du solltest wirklich bald eine Ausrichtung machen lassen. Ja, dann mach. Bist du bereit, die Ketten deiner Neurodynen abzuwerfen? Abologie ist nicht für jeden geeignet. Mit einer kleinen Spende von 50 Kronkorken zeigst du, dass du es ernst meinst. Du wirst dabei auf jeden Fall Strahlung abkriegen. Solltest vorher also gesund sein. Ist der erste nicht eigentlich kostenlos? Das kann ich machen. Nimm Platz im Seta-Aus. Richtig geil. Die erste Ausrichtung ist kostenlos. Okay, ich krieg also Strahlung ab. Das wird wahrscheinlich mit der Baurüstung nicht funktionieren. Weil ich mich setzen muss auf einen Stuhl. Das heißt, ich mach das mal so. Ich starte jetzt die Seta-Strahlen. Okay, die Neurodynen werden erfasst. Das sind ja ganz schön viele. Was hast du gemacht? Gut, die Seta-Strahlen vernichten sie. Naja, zumindest einige davon. Wir sind fertig. Fürs Erste. Du wirst noch weitere Behandlungen benötigen. Glückwunsch. Du bist jetzt ein AHS-1. Das steht für ausgerichteter Habsucher. Du hast den ersten Schritt auf einer langen Reise getan. Hier ist aha, bekomme ich dafür irgendwas? Habologen-Outfit hinzugefügt. Aha, ich bin jetzt AHS-1, das heißt... Ich bin nur eine AHS-1, aber ich habe bald eine Ausrichtung. Das heißt, ich kann jetzt hier im Rang steigen, oder wie? Was bringt mir das? Abgesehen davon, dass sie mich verstrahlen. Kann ich noch eine Ausrichtung haben? Du bist das Mitglied. Willkommen, AHS-1. Bist du bereit für den Kampf gegen deine Neurodynen? Für diese Ausrichtung ist eine bescheidene Gebühr von 100 Kronkorken fällig. Du bekommst etwas mehr Strahlung als beim letzten Mal ab. Solltest vor dieser... Ich dachte, wir sind Freunde. Von Freunden nimmt man doch kein Geld, oder? Gut, Freunde sind wir wohl. Aber das ist das letzte Mal. Ah, das ist das letzte Mal. Ah, das werden wir ja sehen. Warte mal, ich muss wieder in die First Person, das ist mir zu... Komm schon. Ja. Ich starte jetzt die Seta-Strahlen. Ha, da bin ich direkt schon ein AHS-2, obwohl ich noch nichts geleistet und nichts bezahlt habe. Ich hoffe, dass es mich nicht killt jetzt. Wahrscheinlich muss ich später mit Medikamenten gegenwirken, oder? Sonst würde es mich wahrscheinlich verstrahlen zu stark. Es sind fast so viele hinzugekommen, wie ich entfernt habe. Du solltest wirklich besser auf deine Gesellschaft achten. Wir sind fertig. Fürs Erste. Okay, 32 Red war jetzt doch nicht so viel. Gut gemacht, AHS-2. Natürlich wirst du noch weitere Behandlungen benötigen. Neurodynen bauen sich auf, wenn du verseuchten Menschen ausgesetzt bist. Daher empfehlen wir, sich nur mit anderen Habologen abzugeben. Ah, so ist das also. Strong, hast du gehört? Du bist scheinbar ziemlich verseucht. Denn in letzter Zeit war ich ziemlich viel mit dir zusammen. Wenn du eine Ausrichtung brauchst, du weißt, wo du mich findest. Hey. Du schlägst dich gut, AHS-2. Bei deiner letzten Ausrichtung sah ich einen ungesunden Einfluss von Unterdrückern. Sehr schwierig zu behandeln. Aber die Spende beträgt nur 250 Kronkorken. Natürlich ist auch die Strahlendosis etwas höher. Ich weiß nicht, sie sind wirklich Scharlatane wahrscheinlich, ne? Was habe ich davon, wenn die mich hier... Wenn ich AHS-9 bin? Ich bin bereit. Bin ich denn hier der Held vom Kartoffelfeld?
Im Prinzip brauche ich das Geld ja nicht. Ich würde schon gerne wissen, was passiert. Du könntest mal schneller die Prozedur hier starten. Die geht ja tatsächlich nur immer kochen, ey. Ich glaube, es hackt. Ich muss nur aufpassen, dass ich mich nicht irgendwann selber kille hier mit dem Ding. Neurodynen erfasst. Die Seta-Strahlen zerstören sie. Wir sind fertig. Fürs Erste. 44. Du wirst noch weitere Behandlungen benötigen. Du bist nun offiziell ein AHS-3. Meinen Glückwunsch. Also 100 Red werde ich wahrscheinlich aushalten. Für alles andere brauche ich wahrscheinlich Red-X oder sowas. Ich kann dir nicht helfen. Dara sagte, deine Behandlung muss warten, bis wir unser Ziel erreicht haben. Wenn wir den Schrottplatz kontrollieren, kannst du eine weitere Ausrichtung erhalten. Ah, okay. Also es bringt auf jeden Fall irgendwas. Also es ist jetzt nicht einfach nur, dass sie mir Geld abnehmen und... Also es steckt schon irgendwas dahinter. Das möchte ich natürlich rausfinden. Was? Strong hat das nicht gefallen. Okay, also ich muss den Schrottplatz reinigen. So viel wissen wir. Ich denke mal, das hat auch irgendwas mit diesem Raumschiff zu tun, was dort steht. Dann werde ich jetzt erstmal die Raumanzüge beschaffen. Eigentlich könnte ich auch eine Schnellreise machen, oder? Egal, ich werde rüber laufen. Vielleicht entdecke ich ja auf dem Weg ein paar Tierchen, die ich noch killen kann. Habe ich noch meinen Basie dabei? Jawohl, habe ich. So, hier haben wir doch Mikrolurks. Sind das Mikrolurks? Normale oder? Ja, sind die normalen. Die bringen mir nichts. Die bringen mir auch nichts hier, die blöden Fliegen. Die gab es nämlich vorher auch schon, glaube ich. Oh Gott, der ist ziemlich resistent gegen meine Nahkampfkeule hier. Aha. Sind hier nicht irgendwelche Tiere, die Nuka World exklusiv sind? Blähfliegen. Ihr seid so eklig. Eklige Blähfliegen. Ah, ich denke mal, dass ich das mal off-cam machen werde mit dem. Was ist das für welche? Wer seid ihr? Das muss ich doch direkt mal hier erforschen. Oh, Blutwürmer. Moment mal, ich muss mir was reinzimmern. Und zwar nehme ich mal hier so eine... Rush. So. Da muss ich jetzt aber doch ein bisschen auf die Jagd gehen. Oh. Was seid ihr eigentlich für Leute? Chelsea? Strong nicht verstehen, warum Menschen. Wie überleben die Leute hier draußen überhaupt? Ich habe Wer bist keine du denn? Lust mehr im Freien zu sein. Und wer bist du? Hey du, willst du handeln? Du bist eine Händlerin, oder was? Ich überlege es mir mal. Okay, ich bin... Willst du jetzt vielleicht handeln? Ja, ich will handeln. Zeig mal, was du hast. Was du so hast. Hier findet jeden... Vielleicht hast du ja interessante Sachen. Und du hast ja gar nichts. Die hat auch diese komische Munition hier, diese 762er Munition. Da habe ich noch keine Waffe für gefunden. So, und dieses, das Mittel, was ich jetzt habe, das hält was länger, oder?
Speziell nämlich bei Status. Nuka Rush hält nämlich noch an. So, Leute, ich gehe mal ein bisschen auf die Jagd. Das werde ich mal rausschneiden, denke ich. Ich werde mal ein paar Viecher jagen. Und dann treffen wir uns hier wieder. So, Leute, wir sind hier am Sternenhimmel, wo es die Raumanzüge geben soll. Bin ich mal gespannt, ob wir dort alle 5 Raumanzüge finden. Einen habe ich ja schon irgendwo aufgenommen. Den schleppe ich auch mit mir rum. Da hatte ich mir die ganze Zeit schon gedacht, dass das wahrscheinlich irgendein Questgegenstand sein wird, weil wir den auch nicht ablegen können irgendwo. Also in irgendeine Kiste oder so. Den müssen wir wirklich bei uns führen. Ich war übrigens gerade nicht sehr erfolgreich auf der Jagd nach weiteren Monstern. Es kann sein, dass ich noch 2 Heuschrecken gekillt habe, aber wenn ja, dann war es das auch schon. So. Okay, hier sagt er mir, ich soll rausgehen. Für welche Quest? Mann, ich muss mal die anderen Sachen deaktivieren, sonst schaffe Raumanzüge. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch irgendwas anhab. Ja, hier, das muss ich auf jeden Fall ausmachen, sonst... Und das muss ich auch ausmachen. Sonst stört sich das nachher und dann werde ich wieder in die Irre geführt von Questmarkern. Okay, also er zeigt mir an, dass es hier auf jeden Fall wäre. Reisen Sie mit uns in die Zukunft, in der die Menschheit zu den Sternen... Ah, hier haben wir schon den ersten. Eine Grenzkolonie im Jahr 2291. Doch das Leben ist möglich. Na, dann hoffe ich, sind die anderen auch nicht wirklich besser versteckt. Da ist noch einer. So, 3 haben wir. Den hatte ich mitgenommen, wie es aussieht. Ihre Kolonie bietet wunderschöne Gemeinschaftsbereiche, in denen Sie sich wie auf der Erde entspannen können. Okay, da hast du Glück gehabt. Jetzt hätte ich jetzt einen drüber gezogen. Betreten Sie Ihre geräumige Privatsuite, ausgestattet mit allen gewohnten Annehmlichkeiten. Okay, da ist noch einer. Modernster Technologie von Vault-Tec, können Sie darauf vertrauen. So, einer fehlt noch. Ein spannendes neues. Ach, hier sind ja noch mehr als genug. Ich dachte, es gäbe nur diese 5, aber es gibt ja noch mehr. Erleben Sie eine Zukunft in den Sternen. Mehr Informationen erhalten Sie bei einem Verkaufsmitarbeiter, wo Sie sich auch für das... Sehr schön, habe ich das auch erledigt. Dann können wir wieder zurückkehren zu den Habologen. Mal gucken, wie es dort weitergeht. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Was haben die vor? Sie wollen die Raumanzüge haben für einen Kampf, für einen bevorstehenden Kampf. Ich glaube, die sind einfach nur verrückt und haben überhaupt keine Ahnung, was die überhaupt reden. Für was soll schon ein Raumanzug schützen? Also ein Raumanzug ist, atmosphäredicht. Das heißt, er hält den Sauerstoff draußen und er ist vor allen Dingen auch druckdicht. Also schützt vor Vakuum, vor allem im Weltraum. Sie wiegen auf jeden Fall die Hölle. Ich glaube, so ein Raumanzug wiegt um die 50 Kilogramm. Gut, das ist im Weltraum, nicht mehr so viel wiegt, beziehungsweise nichts mehr, je nachdem, wo man ist. Vor was soll das die schon beschützen? Ich kann das Raumschiff von hier aus sehen. Genau wie er sagte. Es wartet nur auf diesem verdammten Schrottplatz. So nah. Also geht es so wirklich um dieses Raumschiff. Aber ich schweife ab. Hast du die Raumanzüge? Ich brauche eine Ausrichtung. Also keine Anzüge. Sehr schade. Das klingt, als könntest du die wachsende Unterdrückung durch die Neurodünen fühlen. Na, ich habe doch die Anzüge, du Otto. Ja, die Ausrichtung habe ich schon gemacht. Er sagt mir, ich muss das auf dem Schrottplatz zuerst regeln. Alle 5. Ja, bitte. Perfekt. Hier ist deine Bezahlung. Jetzt können wir mit dem nächsten Schritt des Plans weitermachen. Ich hoffe, ich kann auf deine Hilfe zählen. Wir müssen das Raumschiff auf dem Schrottplatz unter unsere Kontrolle bringen. Ich weiß, das ist viel verlangt. Darum gebe ich dir einen der größten Schätze der Habologie, wenn es klappt. Ich habe den Schrottplatz schon gesäubert. Ihr könnt einfach reingehen. Wunderbar. Dich hat wirklich der Hub geschickt. Erzählen wir es den anderen. Leute, kommt her! Bildet das Rad!
Strong hat das nicht gefallen. Bildet das Rad? Ist das sowas wie ein Aufmerksamkeitskreis? Spricht sie von hier oben? Nein, sie geht auch runter. Okay, dann bilden sie jetzt wirklich so einen Kreis. Ich bin die Felge. Speicherstabe stützen mich. Was macht ihr denn, wenn ich das klaue? Der große Plan des Harp kann in die nächste wichtige Phase treten. Nun ernten wir die Früchte unserer harten Arbeit. Unser neuer Freund hat den Schrottplatz befreit. Es ist an der Zeit, ihn zu übernehmen. Aber zuerst habe ich hier die versprochenen Raumanzüge. Die sind am Anfang vielleicht etwas eng, aber sie schützen euch. Hey, was ist mit meinem Raumanzug? Ich bekomme keinen, oder was? Hallo. Wir reden gleich. Erst muss ich zu den Gläubigen sprechen. Ich dachte, du wärst fertig. Du hast gerade so lange eine lange Pause gemacht. Ach so, ihr rennt jetzt erstmal alle zum Schrottplatz, oder was? Okay, dann laufe ich mal mit. Dara, willst du nicht auch zum Schrottplatz laufen? Oder ist sie jetzt doch fertig? Hallo. Wir reden gleich. Erst muss ich zu den Gläubigen sprechen. Was ist denn gerade meine Aufgabe? Sprich mit Dara auf dem Schrottplatz. Okay. Liebe Leute, ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Episode. Mal schauen, wie es hier weitergeht mit dem bekloppten Habologen. Ich bin schon sehr gespannt. Und ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Hier bei Fallout 4 Nuka World. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent.